Tag. Na wieder, sehr gegrüßt und herzlich willkommen zu Creativerse. Man sieht unseren kleinen Fluss hier, jetzt wird Tageslicht, also beim Morgengrauen, sagen wir mal so. Hier ist noch nichts gewachsen, ne? Ich weiß auch nicht, warum sie irgendwas wachsen sollte. Es hat aber auch keine Eile. Nicht so, als würde ich jetzt hier direkt den viel brauchen. Der Fluss. Ich würde ihn erstmal so lassen, auf jeden Fall. Er fließt zwar ein bisschen komisch, aber sieht man ja erst, wenn man nah dran steht. Und der Fließ hat wirklich einfach nur da unten rein. Finde ich dann halt sehr nice, ja. Nice. Nicht nice. Du, dann will ich erstmal hier überall, wo kein Gras drauf gewachsen ist, will ich das Ding in den Zaun entfernen erstmal. Hier wird es wahrscheinlich am längsten dauern. Aber ja. Hier muss noch geändert werden in Gras, das kommt ja alles noch. Später. Hier wird gar kein Gras wachsen, sehe ich gerade. Weil keine Verbindung zum Gras steht. Deswegen setzen wir da direkt mal einen Grasblock hin. Ja, den Rest machen die restliche Einheitlichkeit machen wir dann später. So. Ja, keine Verbindung. Ja, hier steht eine Verbindung zum Gras, aber schwierigere Verbindung. So, machen wir das mal kurz fertig hier. Dann haben wir auch schon mal erledigt hier die Seite. In der Tui könnte ich das ja auch noch anpassen, immer 2 und dann runter, 2 runter, 2 runter, 2 runter, dann hätte ich hier nicht so einen Abstieg. Aber ich habe ein bisschen nicht noch zuvor von Verbesserungen gerade hier, Aussortierungen etc. und Scheiß. Was liegt denn da oben? Da sind, ganz ehrlich, da unten ist einer gespawnt. Ja, das ist eine ganz kleine Lücke und da spawnen die drin. Gibt's ja gar nicht. So, dann mal kurz gucken. Wo kann man noch was eben verbessern? Wo kann man noch eben schnell was verbessern? Hier der Abstieg ist soweit. Fertig, ist alles gut. Hier ist auch soweit alles gut. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich hier, ganz schön was an hier, die Gegend. Hier auch, alles gut. Nicht schlecht. Wow. Da kann ich ja eigentlich den Zaun hier unten da unten erweitern, ne? Also das heißt nicht erweitern, aber hier unten das halt mal eben verbessern. Ja, solche Grasreinsätze und so. Und jetzt kann ich den Zaun neu aufbauen. Ja, ja, wow. Kann ich das jetzt schnell verbessern und dann haben wir das Ätzen da auch schon mal hier erledigt. Dann kann ich gleich außerhalb der Aufnahme dann schon ein bisschen farmen gehen. Denke ich. Oder mach ich einfach gleich so. Doch. Verpiss dich mit deinem scheiß Ding da. Nein, nicht abbauen. Ja, nicht abbauen. Ich bringe mir überhaupt nicht, wenn ich das abbaue. Ich hab eigentlich genug. Ich lasse einfach nur hier stehen, weil es gut aussieht. Ich brauche es überhaupt nicht momentan. Einfach. Das ist ja wie bei Minecraft im Endeffekt. Du brauchst eine Sache an, brauchst übertrieben lange etc. und einfach machst du alles komplett voll. Also die Sache erledigt. Dann brauchen wir hier mal die Wand wieder hin. Da. Ist nicht einfach, hier so einen Zaun hinzusetzen. Da. Haben wir das schon mal? Das machen wir nicht. Da vorne weiter. Hep, 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 hep. Was ich lustig finde, ist, dass es jetzt nicht zur Seite gebogen ist. Wie da vorne zum Beispiel, beim Weizen. Sehr interessante Sache übrigens, dass das beim Weizen dann halt, ne, sich da einbiegt. Unerklärlichen Gründen.
verstehe ich halt immer noch nicht, warum. Aber wird wohl schon seine Richtigkeit haben. So. So. Und noch? Hier vorne noch? Dann eigentlich nur noch, dass hier vorne ist. Das Stück ist auch gerade fertig geworden. Freut mich sehr. So. Da. Jawohl. Haben wir das auch schon mal? Also mal hier einen Block hin und da einen Block hin, dann haben wir das auch weg. Wegblöcke brauchen wir dann echt gar nicht. Totes Gras. Wüsste ich jetzt auch nicht, wusste ich, ich könnte jetzt hier die Höhle zubauen etc. Aber ich habe nichts davon, wenn ich jetzt Höhlen zubaue. Ich da halt doch noch einiges rausholen kann. Teleporter, wieder schon wieder so ein Angestellmonster, die spawnen ja wie verrückt momentan. Hier. Hier kann ich verbessern. Ich gerade. Bisschen zumachen hier auf der Seite. Dann ist das auch schon mal erledigt. Zeit. Ja, überhaupt nicht passt aus. Weil, ne? Nee. Also muss ich das jetzt noch ein bisschen abbauen, aber das machen wir dann irgendwann später. Später. Hast du gehört? So, bauen die 5 Jahre schnell hier hin. So. Haben wir das schon mal die Dinger? Kurz mein Inventar auslernen. Die Musik ist aus. Playlist ist vorbei. Gibt's ja gar nicht. Fangen wir irgendwo hier an. Denn hier. Keine Ahnung, machen wir das hier mal an. Ja, Monsterzeug hier. Weil ich tue jetzt noch nicht mit rein. Einfach aus Prinzip. Guck mal, das 43 Arkensteindinger. Ja, Arkensteine. Ja, wenn die Zwerge das wüssten, ja, dann wäre ich der König unter den Bergen. Irgend so ein Goldgeier. Kohle. Bean. Wo meint eigentlich Bees? Ich dachte, weil ich hatte ja auch Queen Bee. Bees. Der eine auf die Mal. Die Mehrzahl. Halt. Die Mehrzahl. Bees. Bean. Ja, egal. Mein Englisch ist halt wirklich nicht das Beste. Hier rein, tun wir hier rein. Ich leere kurz mein Inventar ein bisschen aus. Weil wir ja schon 11 Dirt. Dirty. Ja. Dirty Booty. Zack. Das hier noch. Ne, falsch. Gar nicht hier rein. Hier rein. Da ist auch noch 3 drin. 3. Ohne. Kommt da rein. So, das Essen down. Schau mal, in die Leiste unten, die vergesse ich immer leer zu räumen. Jedes Mal. Blümchen hier. Kann man noch Farben draus machen. Zeig vielleicht, dass ein roten Blumen rote Farben machen kann. Ich glaube, ich brauche einfach nur. Das sind ja diese Tundra Flower. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. So. Sieht doch, ne? Wie gesagt, alles hier aus Wiese machen. Irgendwann, vielleicht. Muss ich mir halt mal geben. Ist irgendwo hin, wo Teleport. Teleport. Ich muss irgendwo hin, wo Strand ist. Die Frage. Da könnte es sein. Da. Stopp, geh mal hier rein. Bisschen müde. Heute Morgen einfach ein Wecker geklingelt. Es hat einfach ein Wecker geklingelt. Ja, 3 Räume weiter hat ein Wecker geklingelt und ich hab's dafür gehört. Auf jeden Fall ein Ultra-Wecker. So, hier ist Strand. Jetzt spawnt noch was. Die Dinger spawnen hier gerade noch. Ja,
Ihr spawnt noch alles. Ich muss gerade die Welt aufbauen. Leckt ein bisschen. Ich war schon lange nicht mehr hier gewesen. Die Musik jetzt noch. Also, ja. Die Musik ist ausgegangen, weil die Welt laden musste. Ja? Weißt du Bescheid? So. Hier kann ich schon das ganze Sand abbauen. Easy. Muscheln nehmen wir mit. Bauen wir Sand hier ab. Machen 99 Sand, wird reichen. Weil aus einem Sand mehr Glas, das heißt, du gehst extrem daraus dann. Deswegen reicht das dann easy. Ist auch eine kurze Angelegenheit eigentlich. Überlegen. Hier habe ich zum Beispiel auch das ganze Erde und Gras abgebaut, weil ich dann ja halt im Inventar hatte. Folge 31. Ja, müsste 31 gewesen sein. Man sieht ja, hier gibt es noch so viel Erde eigentlich. Ich muss noch ein anderes Gebiet suchen, wo ich einfach wirklich nur Erde habe. Hier ist ja totes Gras etc. Also das normale. Also ist ja kein totes Gras, es ist mattes. Da ist hier diese. Na, diese Gegend halt, ne? Bisschen blöd, aber naja. Muscheln muss ich nicht mitnehmen, glaube ich. Weil Muscheln hat man ja für das Obsidian-Ding gebraucht, braucht man jetzt hierfür. Ja. Ist halt so. Wenn mein Schwert kaputt gehen sollte, irgendwann mal, weil ich es ja so häufig benutze, werde ich Goldschwert machen. Ne, Eisenschwert. Eisenschwert, um daraufhin Diamantschwert machen zu können. Weil ich werde mir vielleicht auch ein Goldschwert machen, das halt dann dieses Waffenregal stellen. Dafür habe ich das Waffenregal ja gebaut. Ja, um dort dann halt die Schwerter reinzusetzen. Ich werde auch vielleicht auch direkt ein Diamantschwert machen, wenn ich das Material dafür schon habe. Das dann auch in den Waffenschrank stellen. Ja, Rüstungsschrank gibt es ja glaube ich nicht. Rüstung, ja meine Rüstung ist halt. Ja. Wird halt momentan überhaupt nicht abgenutzt, so gesehen. Weil ich halt auf Peaceful habe, etc. Aber ich werde halt alles aufwerten demnächst. Ja, so ist das nicht. Ich habe schon über 100. Auch ein Angestellter. Ich wollte jetzt auch direkt einen Angestellter, aber irgendwie in die Richtung und ja. Also da nicht mit Wasser spawnt, also nicht mal in der Höhle sein. Du, was haben wir jetzt hier? Kalte Gegend. Man hier irgendwo. Diese Wintergegend. Immer, glaube ich, riesig, aber es gibt manche Gegenden, die sind wirklich ultra groß. Ja, also Winterbiome. Na, dieser Chizard, da hatte ich mir so viel schön geholt, da hast du gedacht, cool, dieses Blizzard Chizard gesagt, kannst echt nichts mit anfangen. Das war echt behindert, das war unfair, das war ultra unfair. Einfach. Dann bekommst du dieses Chizard gesagt einfach viel zu selten. Beim Damn, also beim Abernten der Tiere. Man muss wirklich die Dinger hunten gehen, also wirklich die Wahrscheinlichkeiten. Das ist echt ein bisschen blöd eingestellt, finde ich. Ja, weil wenn du die tötest, hast du einfach viel mehr von. Dass du diese Eier selten hast, also dann angeblich, bin ich okay, ja, aber dieses Chizard-Gizzard war halt genau das, was du brauchst. Also das kriegst du halt beim Töten easy. Dann kriegst du beim Töten, kriegst du das einfach easy hin. Das ist eigentlich so 100% Chizard-Gizzard. Oder halt auch bei den anderen Schweinen kriegst du halt 100%, so fast 100% eigentlich deinen Felder. Etc. Dann solltest du es eigentlich auch beim Abernten haben. In der Theorie. Aber dafür ist das Timing ja doch da, oder nicht? Weil sonst brauche ich ja die Tiere nicht tamen. Klar, du tamest die Tiere, damit du es immer bei dir hast und nicht mehr weit laufen musst, etc. Ganz ehrlich, wenn ich kann meinen Teleporter aufstellen, das spawnen immer neue. Ja, dann porte ich mich da kurz hin, dann hat sich die Sache erledigt. Das ist eine scheiß Gegend hier, sag ich doch. Diese Winterbiome können extrem groß sein. Sehr ätzend. Ja.
sehr unpassend in mancher Hinsicht. Guck, jetzt habe ich hier ein anderes Biom. Was ist hier? Ja, alles auch nur wieder hier. Totes Gras. Wow. Jetzt hätte ich nicht genug totes Gras bei mir zu Hause. Nein, kriege ich auch nochmal totes Gras reingewirkt. Wenn ich da lang gehe, Schnee. Wenn ich jetzt hier lang gehe, Schnee. Wenn ich da lang gehe, Schnee. Unglaublich. Das ist doch eine relativ scheiß Gegend. Na, Kumpels, alles klar. Es gibt Höhlen, einfach so verdammt viele Höhlen. Das ist echt krass. Ja, hier ist wieder Mattes, hier ist wieder Totes. Wow. Ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt Mattes Gras heißt, aber ist mir relativ scheißegal. Also, irgendwie so, wie ich es schimpfen mag. Dann nehme ich halt wieder in ein Sumpfgebiet, ne? Aber hier ist halt wieder normales Gras, deswegen. Huch da. Ich glaube, wieder die Gegenden laden. Noch rote Pilze. Und wenn ich jetzt hier lang laufe, also da hinten mein Teleporter. Irgendwo da. Irgendwo da hinten. So, jetzt baue ich hier einfach die Wiese ab. Ja, ich gerade ein bisschen. Wow. Natürlich da, wo so der höchste Punkt, ne? Hier. Dass er die Dinge alles noch ein bisschen spawnen gerade, weil. Ja, sonst leckt sie einfach. Wenn er die Welt noch nicht geladen hat. Ja, mal schauen, was ich so rausholen kann. Für was brauche ich das jetzt noch alles? Ja, für Gegenverschönerung halt, ne? Und halt. Besser wollte ich es jetzt, wenn ich schon mal hier bin. Ne, hatte ich einfach. Habe ich viel mehr von. Auch halt den Sand brauche ich halt. Für Glas und halt Lampen. Damit ich dann Hülle da unten den Weg weiter runter machen kann. Das ist nämlich das, was ich als nächstes machen werde. Die Gegend ist ja soweit fertig. Ich muss halt gucken, dass ich als nächstes dann. Wo ist das Stein? Das hier machen werde. Ne, das hier, wo ich das Wachs brauche. Dafür brauche ich halt ziemlich viel Stein. Statt diesen. Das Ding, was ich angefangen habe, weitermache. Argensteinmonster, mal wieder. Ja. Sind ja sehr selten. Muss ich gleich jagen gehen, sind so selten. Und hier, dann mal schauen, was danach so kommt. Da kommt drauf an, wo wir dann halt sind oder bei welchem Datum wir dann ungefähr sind. Wir werden jetzt, glaube ich, bei Datum. Wir haben heute den 1. Dezember. Ja. Wir werden dann beim. Ich rate jetzt einfach gerade. 6. Am 12. vielleicht. 12. Dezember wäre diese Folge vielleicht. Ungefähr. Das heißt, ich mache dann noch ein paar Folgen und dann, wie gesagt, nächstes Jahr dann halt so 1. Januar will ich dann mit den Blueprints anfangen. Das heißt, ich will jetzt so weit wie möglich komme, dass ich dann wirklich mit den Blueprints anfangen kann. Am 1. Januar. Und dann mal schauen. Was noch? Ja. Ich spare momentan Geld. Ja, also bei Weihnachten sparen wir momentan Geld für einen neuen PC. Suche meinen jetzigen PC dann zu verkaufen noch. Und dann mal schauen, brauche ich mal einen neuen PC und dann will ich halt mehr auf Twitch unterwegs sein. Ja. Dann überlegen. Wird noch eine Weile dauern, weil wir sind gerade mal im Dezember, also wird noch ein bisschen dauern, definitiv. Muss jetzt mal schauen, wie viel Geld ich überhaupt allgemein kriege. Ja, wie viel Geld ich dann komme. Weil die Sache ist halt immer, neuen PC kaufen teuer, die Teile halt einzeln kaufen und selber zusammenbauen billig im Verhältnis. Aber, ich hab da irgendwie Lust drauf, um ehrlich zu sein. Ich habe kein Problem damit, einen PC zusammenzubauen. Ich habe meinen alten PC, den ich vorher hatte. Habe ich zum Beispiel auch, ich habe mir damals einen neuen Tower gekauft. Ja, weil der war dann so mit Röhren etc., mit Neonröhren rechts und links, sah ultra nice aus. Ja, da war ich auch
Und wie alt war schon? War das 2009 könnte es gewesen sein? Ja, 2016, 2009 war das. 6 Jahre her. War ich 17, glaube ich. Wann war ich, glaube ich, 17? Es war irgendwo Februar 2009 oder so. Oder Januar. Ne, Februar. Müsste Februar 2009 gewesen sein. Ja, ich hatte zum Beispiel samstags meinen ersten Shooter gehabt. Ultra nice gewesen. Ja, war Februar 2009 gewesen. Da habe ich dann. Ja, neun hatte ich da halt Praktikum gemacht als Systemadministrator. Und da die sich halt eben mit Computer auskennen, weil Systemadministratoren sind, habe ich dann mein leeres Gehäuse mitgebracht und meinen eigenen PC halt mitgebracht. Und dann sollte ich den halt selber dann auseinanderbauen und in das andere Gehäuse einbauen. Und so, und es war halt keine große Schwierigkeit. Also ich hatte eigentlich gar kein Problem mit meinem Rechner zusammenzubauen. Aber irgendwie bin ich mir da in der Hinsicht halt auch immer extrem unsicher, was ich mir da kaufen soll und alles, ne, gucken, dass auch alles schön, brav passt, zusammenpasst, hin und her. Ja, ich weiß, echt keinen Bock drauf. Aber wenn ich mir halt die ganzen Rechner angucke, die halt da so irgendwo angeboten werden, hierfür, was weiß ich, wie viel Euro, also dann sparen die halt. Also irgendwas, ne? Meistens sparen sie an der Grafikkarte oder am Prozessor, eins von den beiden sparen sie halt immer. Und das ist halt immer so eine Sache. Ja, also Kiste, lange nicht mehr gefundene Kiste. Und das ist jetzt dann so die Sache, kostet halt dann in der Theorie einen guten PC, aber die sparen halt wirklich an dieser einen Sache. Und diese eine Sache könnte dann, brauche ich diesen Fehlkauf einleiten. Du könntest natürlich dann wieder halt das konfigurieren, natürlich. Kannst du halt einen besseren raus, aber dann ist halt dieser Preis wieder bombastisch. Ja, weil die halt, weil sie selbst daran verdienen wollen, treiben die den Preis extrem hoch. Das ist immer so eine Sache dann. Da habe ich auch keinen Bock drauf, ja, weil das Zusammenbauen verlangen die ja 100 Euro. Ja, und dann halt für die einzelnen Teile brechen die auch nochmal Prozente drauf. Ja, ist ja in der Schule Warenhandelskalkulation. Ist das so? Ich weiß gar nicht, wie das Thema so hieß. Wo dann halt, was du einkaufst, günstig natürlich. Du kaufst einen Stift ein für 5 Cent. Ja, und dann rechnest du da darauf alles drauf. Alles mögliche Prozente. Und halt die Kosten, die auf dich zukommen. Transport. Rechnest du drauf. Ja, ganze Kleinigkeiten, das auszustellen, etc. Das. Keine Ahnung, rechnest du halt noch Sachen drauf. Mehrwertsteuer rechnest du drauf. Du rechnest alles. Alles Mögliche, weil es jetzt 4 Jahre her, glaube ich, dass ich das gemacht habe. Rechnest du so viel Scheiß drauf. Und dann kommst du halt von diesem 5-Cent-Stift, den du halt für 5 Cent gekauft hast, den verkaufst du dann halt einfach mal für 80 Cent. Ja. Dann ist da halt die Warenhandelskalkulation, das machen die halt auch. Ja, die verkaufen halt die Grafikkarte für. Sag jetzt mal eine Grafikkarte für 400 Euro und verkaufen die sie dann aber dann halt für 600 Euro, weil sie dort alles draufrechnen müssen, weil sie halt das Ganze, was sie raushauen, wieder reinkriegen müssen, plus den Gewinn. Ne? Gewinnzuschlag sind meistens, glaube ich, 20%. Also, war, glaube ich, so vor 4 Jahren, Gewinnzuschlag war im Durchschnitt bei 20%. Die Leute, die Unternehmen draufgerechnet haben. Ne, also, ist halt so eine Sache, ne? Das ist halt so eine Billig-Grafikkarte. Sag jetzt mal, billig in Anführungszeichen. Doch relativ teuer. Wenn du sie halt bei jemand anderen kaufst, statt bei dem eigentlichen Verkäufer selber, bei dem Hersteller. Ne? Du hast ja oft hier Hersteller, haben ja ihre eigenen Läden dann. Oder halt hier Haribo zum Beispiel in Brühl ist das, glaube ich. Hat Haribo ja ihren eigenen Laden. Nur Haribo-Zeug verkaufen, und das ist auch um einiges billiger, weil sie halt direkt aus der Fabrik selber kommen und von Haribo selber. Die brauchen da nichts draufrechnen. Ja, die rechnen ihren eigenen Gewinnzuschlag drauf, ihre Mehrwertsteuer und das war's. Mehr brauchen sie nicht draufrechnen, brauchen keine großen Transportkosten drauf zu rechnen, keine riesigen Kalkulationen machen, weil das alles direkt von nebenan kommt. Ja, das tut dann ein Praktikant einfach mal da drüber übertragen, die Sachen. So gesehen. Ja, ist dann einiges günstiger. Dafür sind die Läden auch immer sehr gut besucht, ne? Das
ultra krass noch, was da los ist. Aber dafür hast du aber eine gigantische Auswahl. Ja, das ist noch mehr Auswahl als im normalen Laden. Weil du hast wirklich einen kompletten Laden. Ist einfach dann so groß wie der, ein ganz normaler Lebensmittelladen fast. Oder ungefähr die Hälfte kommt halt auf den Lebensmittelladen an. Ja, sagen wir mal die Hälfte von so einem Aldi, Lidl, Netto, Rewe-Discount, was auch immer. Also ungefähr die Hälfte. Was ist das denn für ein Tier? Sieht komisch aus. Das ist ein Hakenstein-Monster. Sieht aber übertrieben komisch aus von Weitem. Sagen wir da ein Hakenstein-Monster, da ein Hakenstein-Monster, die sind so selten. Da hast du dann ungefähr die Hälfte so groß und dann nur Haribo-Zeug, wirklich nur. Du hast da so viele verschiedene Sachen an Haribo, die du so im Laden halt wirklich echt nicht mehr finden kannst oder nicht überhaupt noch nie gefunden hast. Und dann halt auch so Sonderpackungen praktisch. Also da halt wirklich nur die roten Gummibärchen kaufst für 500 Gramm, nur rote Gummibärchen oder nur die weißen Gummibärchen etc. Das findest du im normalen Laden ja so nicht und das ist einfach ultra krass. Man findet es auch, da gibt es auch so Kisten für 10 Euro. Da sind halt diese Kisten, wo du nicht weißt, was drin ist. Ja, die sind halt, im Verhältnis sind halt extrem billig. Glaube ich 5 Kilo Kisten. Du hast halt 5 Kilo Haribo-Ware für 10 Euro. Weiß nicht, was drin ist. Also wenn du Pech hast, sind da halt so, bei mir wäre halt ultra Pech Lakritz-Zeug, weil ich keinen Lakritz mag. Wäre bei mir natürlich dann ultra Pech, wenn da nur Lakritz drin wäre. Aber aber wenn du Glück hast, sind da übertrieben geile Sachen drin. Ja, für 10 Euro ist das ultra billig. Ja, für 10 Euro kriegst du einen normalen Laden für Haribo, wenn du 3-4 Tüten, dann war es das. Ja, dann hast du da 1,5 Kilo oder so, aber dann kriegst du direkt 5 Kilo für 10 Euro. Das ist echt krass. Lohnt sich da echt mal hinzufahren, so in dieser, in solche Läden. Ist ja auch, ist halt nicht nur Haribo, haben ja viele Läden, ja, viele Unternehmen, glaube ich, so Sachen herstellen, wie zum Beispiel hier Dalli-Werke. Ja, die haben ja auch ihren eigenen Laden, wo sie dann halt ihre Produkte dann direkt verkaufen, günstiger. Da findest du dann auch größere Sachen, mehr XXL-Sachen und sowas. Ist einfach extrem nice. Meistens, ich weiß gar nicht, ob das war halt lange nicht mehr so ein Metro und wie heißt der andere riesige Laden, wo es auch immer alles so riesige Dinger gab. Ist ja, also sind ja so Läden für Unternehmer eigentlich. Kann man als Privatkunde da einkaufen mittlerweile? Ich weiß es gerade nicht. Aber glaube ich, war es früher so, dass du halt so eine Unternehmerkarte brauchtest, um halt so Läden zu kaufen, wo dann wirklich nur XL-Waren gibt und dann auch extrem günstig. Und da war glaube ich, der Metro damals mit dabei. Dann bist du auch in den Metro gegangen und dann siehst du da einfach also so eine gehst in einen normalen Laden und hast Nudeln für 500 Gramm und dann gehst du einfach in einen Laden und hast Nudeln für 5 Kilo. Also das ist einfach halt wie das Unternehmen ist, soll ja einfacher ne, machen und so und dann kannst du einfach so viel Zeug kaufen. Krass und alles so XXL-mäßig. Also so geil. Bin früher immer gerne hingefahren, aber komme ich ja nicht mehr rein, ne? Hab ja kein Unternehmen oder so, weil das überhaupt noch so ist. Hab mich da nicht mehr drüber informiert. Wir sind jetzt bei Minute 28. Weil ich mir gerade so angefangen habe zu reden vor 12 Minuten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man eine große Firma hat in der Nähe, die irgendwas herstellt, irgendwas produziert und die halt so einen Eigenladen, Eigenverkauf haben, so Firmen, also ich weiß nicht genau, wie man das jetzt nennt. Auf jeden Fall hinfahren. Egal was es ist. Ja, selbst wenn es irgendwas ist, was ihr nicht so viel braucht, was man allgemein nicht so viel braucht, wie zum Beispiel Shampoo oder sowas. Braucht man halt nicht so viel, aber es lohnt sich einfach da mal hinzufahren und einfach mal 7-8 Dinger dazu kaufen. War einfach eine Menge Geld so gesehen, im Großen und Ganzen. Und es hält einfach lange. Aber Lebensmittel halt immer so eine Sache, ja, aber also manche Sachen halten einfach übertrieben lange. Und es lohnt, das rentiert sich, einfach mal da kurz vorbeizukaufen und du findest einfach viel Sachen. Viel mehr Auswahl. Du denkst, oh cool, das will ich auch mal testen oder so, das habe ich noch nie gesehen im normalen Laden. Mitnehmen. Ja, einfach mitnehmen, gönn dir. Ja, gönn dir einfach. Ich habe keine Ahnung, wie viel Erde ich schon gesammelt habe. Auf jeden Fall zu wenig, auf jeden Fall. Ich mache jetzt den Block hier noch. Weg und dann porte ich back. Ja. Viel mehr einfach so aus dem Nichts gerade ein.
das Thema. So, dann gucken wir mal ins Inventar. 99, 99, 99, 91, 99, 99, 99, 38, 99, 3. Lohnt sich. Weg damit. Was haben wir hier noch? Weg damit. So, dann port uns back. Ja, also 30 Minuten Folge nochmal gemacht, ja, aus Versehen. Ich wollte eigentlich außerhalb der Aufnahme aufnehmen, aber ich war gerade so im Gespräch, so im Flow war ich gerade. Deswegen, he loves you. Oh, ja, süß. Ja. So, und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Ich werde jetzt das Glas oder das Sand hier rosten lassen, Ofen. Und Kohle langsam aus. Ja, es muss noch auf jeden Fall nochmal bald in die Höhle gehen. Kohle sammeln. Ja. Das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Und dann.